Den Bock. Bojane, alter Slave. Hat die Herde sind wir noch mehr. Je Botte, bo meine Grätz. Oh. Ich glaub, ich hab ein Grätzbau und Ries. Okay, hör auf, das kenne ich, das hab ich letztes Jahr auch gehabt. Das ist bei mir da bis ins Knie reingezogen. So ist eine Katastrophe, muss ich angreifen. Nichts geht auf. Kennst du dich aus ein bisschen beim Wetten? Wette? Ja, Wette! Was geht's dir aus, Alter? Ja. Beim Tippen, ein kleines Tipperl hab ich gemacht am Wochenende. Na, pass auf, Alter! Dort zeig ich deinen Zettel, was ich tippt hab. 500 Euro, ne? Wo ist er eh? Samstag schon, ja. 500 Euro, da Rapid, X, Barcelona, zwei Unterschiede, ist alles gekommen schon, ja. Gut! Sonntag, was ist das? Blau-Weiß Linz, Vienna X. Da kommen. GRK St. Florian, Heimsieg natürlich. Da kommen. Schau, und da, was soll Dechanskirchen gegen die Leopoldsdorf X? Da kommen, aber wieder schon her. Schau, was der Papsi kassiert, hä? 21.000. Hätte ich gekriegt. Schau her, da. Siehst du wieder. Die Cottbus verliert daheim. In der 90. kriegen sie einen Ausgleich, die DDRler. Botte bo! Ich kann den Zettel wieder in den Kanal hauen, er ist wieder Kamerie, aber ist eine Gemeinheit. Botte bo! Also Wahnsinn. Bojan, ich schwör's dir, alles, was ich zur Zeit angreife, nichts geht auf. Nicht nur mit dem Tippen. Am Montag habe ich mit Charlie nach dem Training um 1000er Lotten geschossen vom 16. Botte! Charlie! Immer Latte trifft er! Ja, aber jetzt weiß ich das auch. Das muss man früher sagen, das nächste Mal, Slave. Erst. Aber Bojan, eins sag ich dir. Kennst du die Pascal, ich bin ja nix dumm. Hab ich gleich doppelt oder nix gespielt. Was macht er da, Charlie? Jebotte, Charlie, immer Latte trifft er. 3 von 3 hat er mir auf, ich vom 16 an. Und ich war den nächsten 1000er los da. Aber gut. Schau, Bojan, da ist ja wieder leiwand, dass wir so viele junge Spieler in der Mannschaft haben. Die kennen sich nichts aus noch. Dann habe ich am nächsten Tag beim Kartentippeln nämlich die Marie gleich wieder erinnern gehabt. Obwohl, dann habe ich einen Umlauf gekriegt. Je botte bobitschko madre, je bentiguraz. Mit 4000 Euro minus habe ich dann aufgehört, gell? Boah. Ja, Gemeinheit. Du, lange war er gestern? Gestern auf Nacht? Na, lass mich eine dividieren. Um 3 sind wir aus. Ja, wir sind um 3:30 zum Charlie, um ihn ein bisschen Assen heben. Weißt du? Da kannst du die Marie nämlich schnell wieder zurück gewinnen. Ah, gut. Ich mein, könntest. Da sieht man erst, was der Charlie für ein Todel ist. Hä? Charlie, Todel ist er? Sicher, Alter, die Todeln haben immer das Krieg. Ja, leider, ich bin nächsten Tausender verloren, aber was so ist. Schau, aber dann, nächsten Tag haben wir mit den Burschen in der Mittagspause, weißt du, Schwarzer Peter, Stadtland, Floß gespielt. Okay. Ah, je botte bo, Schwarzer Peter. Ja, hast leider recht. Ich wollte mein Marie nur zurück gewinnen, hörst. Aber in der ersten halben Stunde habe ich beim Schwarzen Peter gleich 1500 Euro angelegt, hörst. Oh. Was soll's, aber ich bin ja trotzdem ein cleverer Bursch, hab ich gleich zweimal doppelt oder nix, weißt du, Stiere, Stein, Papier. Ah. Gut old Stone, also. Gut. Ja, nur halb hat gut. Oh. 6000 Euro und hab ich an einem Spiel den Nachmittag verloren, aber ist doch teilbar. Boah, je botte, Pottitsch, komm mal. Es ist ein Wahnsinn, alles, was ich zur Zeit angreife, es haut überhaupt nichts hin, Bojane. Nicht einmal der Strolchi hat beim letzten Hunderennen mehr einen Meter gehabt. Strolchi? Ja, gemeinet. 24 Rennen hat er nicht mehr verloren. Und was macht er, wenn ich einmal einen Tausender auf ihm setze? Je botte bo, Strolchi, nichts gewinnt er, hä? Ja, Fünfter wird, er rennt hinten nach. Wie der gestiefelte Kater. Nein, Wahnsinn. Bojan, aber im Ernst, das mit dem Wetten, dass ich da nichts mehr reiß, das geht mir so am Arsch. Das ist eine Gemeinheit, du. Du! Scheiterst diese Wette, dass das, was ich wette, nicht aufgeht! Du! Ich weiß, wie richtig Kohle machen kannst! Okay, verschwind, müssen wir einen Fonds antragen oder was, hä? Geschlechte, Genussscheine, Fremdwährungskredite, Pyramidenspiel. Die Geschäftsidee, mit der ich noch nicht eingefahren bin, die gibt's gar nicht.
Nein, aber im Ernst, du, die Idee, was du da hast, was ist denn das für eine? Ich bin ja überall dabei, kennst du den Pascal Chier? Nein, sag ich, die geht um richtig Kohle. Du haben 10, 15.000 Euro in 90 Minuten. Du musst nichts machen, viel. Besser sagen, gar nichts. Nur bei Spiel wissen, wann nichts laufen muss da. Ante soll ich sagen, ein Mittelmann, können treffen. Ante, Bojane, du, Charlie, vielleicht noch ein Spiel unserer Mannschaft. Sag ich, wenn zu viert, fünf. Nichts kann schief gehen, das ist das große Geschäft. Schau, wir wissen, wie geht das Spiel aus und wette das Spiel vorher. So einmal 0-0, 19 Minuten, Flanke kommt rein. Bojane, Libero, meine! 11 Meter, kann passiert. Hier ist alle Slave, bist nur eine Zisch, du Trottel. Wenn du da drauf kommst und da kannst du abzupieren, ist die Karriere vorbei, mein Freund. Habe viel Geld gemacht mit Wette. Ich nie können so viel Geld machen mit Fußball, aber mit Wette. Schau, ich sei Jugo, spiele absichtlich scheiße wie sei Österreicher. Aber kriege Geld wie Deutsche.